Hallihallöchen, liebe Leute. Willkommen! Willkommen zu einer ersten schönen LPT-Folge mit Splatoon 2. Ihr habt den Rikus dabei. Im Team. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich hab den Rikus dabei, ich hab den Barry dabei. Wow, wir sind im Team. Ich glaube, Tui ist dafür unser Gegner, aber ja. Ja, alle auf Tui. So egal, wir gewinnen oder verlieren. Wir werden verlieren. Tui macht uns alle fertig. So. Barry und Barry ich habe rausgefunden, wie das geht, aber ich will damit nicht Zello seinen Part belästigen. Was ist raus? Ah, Hilfe. Ja, wie man flüstert. Boah, Alter, das Zielzucht-Ding. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ich hab Angst. Rede dann ganz leise. Reden wir ganz leise. Ach so, ah, du musst ganz leise schreiben quasi, oder? Ja, du musst ganz. Also Lichtklick auf den Namen flüstern. Hab ich schon probiert, da passiert nichts. Das ist. Nein, echt komisch. Nicht. Dann hast du. Apropos, es passiert nichts. Ja, leg los. Platoon 2 und ich bin gestorben. Ah, oh, fuck. Tja. Wie weit bist du jetzt tatsächlich gekommen? Also bei der Story, bei der Kampagne Barry. Erzähl. Ja. Willst du nicht erstmal irgendwas über dieses Projekt erzählen, dass es so nein, toll ist? Nein, du musst direkt über die Kampagne reden. So, nein, ich möchte erstmal die Kampagne. Natürlich, hallo, hör auf. Ja, ich bin in Welt 3 und bisher ist es. Ich bin ja kein Fan der Story des ersten Teils. Lass doch Zellus erstmal über das Projekt reden. Das war gemein. Es scheint besser zu sein als die im ersten Teil. Ich werde sie auch auf jeden Fall zu Ende spielen, auch wenn sie scheiße ist. Na gut, die im ersten Teil auch. Alle Nerven kann ich nämlich sagen, doch, sie ist scheiße, ich habe sie zu Ende gespielt. Weil das wurde mir im ersten Teil vorgeworfen, als ich gesagt habe, die ist nicht gut, du hast sie nicht zu Ende gespielt. Ja. Und deswegen spiele ich sie zu Ende und wenn sie mir dann nicht gefällt, dann kann ich immer noch der Meinung sein. Genau, und dann darfst du dich immer noch, dann kannst du wenigstens eine Basis. Aber bisher ist es ganz okay. Dann hast du immer eine Argumentationsbasis, dann kannst du immerhin sagen, ja, warum finde ich es nicht gut. Genau. Ah, ich werde ständig gekillt. Auf jeden Fall, ja, Splatoon 2 wollten wir wieder spielen, weil bla ist ein schönes Spiel und es macht uns Spaß und ich habe die Leute so lange, also die Jungs so lange mit Splatoon 1 gequält und sie überzeugt, dass sie den zweiten Teil sich auch holen und einmal. Ich nicht. Also irgendwann sind sie, doch, irgendwann seid ihr eingeknickt, so war das. Also zwischendrin war ich so richtig süchtig nach dem Spiel und hab gelevelt, um irgendwie mithalten zu können, während wir irgendwie. Ja. Nicht so ist das. Ich spiel's ja. Schön ist, es ist der erste Part von Splatoon 2. Das heißt, die Leute haben vielleicht noch nicht weggeschaltet. Was? Hey, jetzt ist unsere Gelegenheit, auf Zuhörer und Zuschauer zu hoffen. Oh, zurück. Echt? Könnten wir das echt? Oh, sollen wir sowas machen? Meinst du? Ich glaube, jetzt haben alle weggeschaltet. Also. Okay. Ja, verdammt. Ich glaube, wir sind ja ein bisschen schlechter. Ja, passt schon. Wer seid ihr denn? Achso, du bist blau. Zellus, ne? Das liegt an dir. Du musst dich mal ein bisschen anstrengen. Ja, was willst du? Hallo, ich bin nicht hier, der Spielmacher hier. Außerdem spiel mal gegen Twibby. Was willst du? Gegen Twibby kann man nicht gewinnen. Das ist einfach eine Sache. Also, du hast es wieder im gegnerischen Team. Der ist echt gut. Oh, eine Regenwolke. Die ist neu. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, die Regenwolke ist neu. Ja, Twibby hat mich getötet. Ja, guck. Twibby ist denn. Die sabotiert unsere Folgen. Die gewinnt nur deswegen, weil die nicht reden muss nebenbei. Ja, die sofort ans Mikrofon und dann geht es hier. Ja, ja, da wird es gleich schwieriger für sie, ja. Aufmerksamkeitsverteilung hier. Das hat sie mittlerweile, glaube ich, auch schon gemerkt. Sie hat ja zweimal mit mir jetzt Splatoon gestreamt. Einmal allein, einmal mit Zellos. Aha. Und ich glaube, das hat sie auch schon so. Haben wir gewonnen? Man redet bei uns. Gott. Also. Auf die Leistung schlägt. Knapp. Ganz knapp. Ich hab gestern und heute gespielt ohne euch. Ich habe jedes Spiel gewonnen und jetzt spiele ich hier mit euch und verliere nur noch. Was? Tja, das liegt an Twibby. Ich bin letzter, ich kann mich nicht aufregen. Ah. Hallo Bros Willis, Mahlzeit, sei grüßt. Bros Willis, hallo. Bros Willis, Mann. Sauber, bester Name. Mann. Ja. Naja, irgendwann habe ich euch so lange genervt und dann habt ihr euch Splatoon 2 geholt, ja? Und wie findet ihr es bisher? Sag mal an. Besser als ich es suche. Viel flüssiger, schönere Grafik. Ich finde es auch sehr, sieht sehr hübsch aus, ja. Manche Sachen, die nervig sind, sind einfach immer noch nervig, aber ich will nicht zu viel meckern. Ja. Bros Willis, würdest du uns mal bitte sagen, ob er Willis, sie Willis, Bros Willis. Genau, würdest du uns mal sagen, ob in meinem Stream auch alle gleich gut zu verstehen sind? Das wäre nett. Dankeschön. Ja, eventuell. Sie redet nicht mehr, damit sie besser ist. Ah, ist das so? Mhm. Ach, ja, das ist doch. Hä, du weißt halt. Das weißt du, da könnte sie wenigstens mal behaupten oder beweisen, dass Frauen wirklich multitaskingfähig sind. Dann könnte sie wirklich sagen, so, ja, ich mache euch fertig auf, wenn ich nebenbei rede. Ja, eigentlich schon, ne? Das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen. Das wäre jetzt ihr Moment gewesen, aber na gut. Mhm. Da wir hier sowieso gerade ein bisschen Zeit überbrücken müssen, könntest du mal ein nettes Jugong einblenden hier an der Stelle. Danke. Okay. Und einen Schmetterling. Jugong! Ein Schmetterling auch. Okay. Wir machen ja einen Schmetterling. Einen roten, bitte. Einen roten Schmetterling? Okay. Ja. Deswegen, ja, finde ich schön. Rote Schmetterlinge sind schön.
Okay. Noch ich irgendwelche, schon. Noch irgendwelche Sachen. Bei roten Sachen sind ein rotes Garados natürlich. Oh, Jubi fragt, okay, ob sie Discord kommen soll. Ich auch könnte, theoretisch. Kann sie machen, ja, dann kannst du ja mal beweisen, ob sie hier Multitasking kann und so. Sie macht uns wahrscheinlich sowieso fertig. Freihändig. Freihändig. Mit Bewegungssteuerung. Ach, also, ja, du kannst gerne kommen, wenn du möchtest. Das, sehr schön. Das war eh geil, wo wir zum ersten Mal gestreamt haben, der Barry, Tibi und ich, Splatoon 2, das Splatfest. Das, was ja vor dem eigentlichen Erscheinen gekommen ist. Der hat mir nicht geglaubt, dass ich mit Bewegungssteuerung spiele, ne? Das glaube ich immer noch nicht. Das glaubt er immer noch nicht. Also verarscht mich. Nein, was? Hast du alle platt gemacht? Nee, der glaubt nur nicht, dass ich das mit Bewegungssteuerung spiele. So wirklich. Ja, hast du denn ganz gut gespielt oder was? Es war okay, finde ich. Also war okay, deswegen glaube ich ja nicht, dass er. Also ich musste gestern feststellen beim Tutorial, da ist ja, hast du ja das noch drin, ne? Und ja. Da dachte ich so, Ende ab, so schön, wie das ging. Also, weiß nicht, ob das wirklich jemand mal machen würde, sowas. Also so in einem vernünftigen Niveau natürlich auch zu spielen mit Bewegungssteuerung. Also ich finde, ich spiele immer noch mit Bewegungssteuerung und ich. Du bist ja auch krank. Ja, sorry. Wirklich? Ernsthaft? Ja, ich spiele auch mit Bewegungssteuerung. Der ist verrückt, ne? Verdammter Lügner. Verdammter Lügner. Man glaubt so nicht, ich spiele sogar Zelda mit Bewegungssteuerung, ja? Ja, Zelda, ja? Wow. Oh, da kennt er gar nichts mehr, ne? Du musst Fahrradrennen mit Bewegungssteuerung spielen, dann habe ich Respekt vor dir. Oh, das mache ich freihändig. Fahrradrennen freihändig, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Steuere nur mit meinem Körpergewicht. Mehr mache ich da nicht. Diese Runde läuft irgendwie nicht. Ah, nur bei euch. Wie lange geht diese Runde? Bei euch läuft das nicht. Bei mir läuft es wunderbar. Welche Farbe bist du? Bei mir? Ich bin grün. Ich bin auch grün, Junge. Bin die ich habe sogar gerade Tibi getötet. Ist eine Lüge. Ich stopp mich da mal aus, ne? Nicht, dass die Rache kommt. Ja, ja. Ach, es läuft nicht bei mir. Schlechte Runde. Passiert mal. Dabei, ich glaube, Tibi hast du bei dir in der Gruppe, Barry, oder nicht? Ja, aber ich habe einen Scharfschützen in meinem Team. Oh. Sauber. Das ist so wie Hanzo in Overwatch, wenn du Scharfschützen hast. Und dann hast du schon verloren. Wir haben die Mitte! Ja, we have the higher ground! Ich stehe deutlich über dir, Anakin! Ich finde die Szene immer noch so gut. Die ist einfach so herrlich, die Szene. Ja. Der Luke-Cast, Luke, mein Vater, dein Vater hat mich getötet. Ja, du kannst gerne mitspielen, Bros. Ja, come on. Ich würde dir gleich mal. Wie funktioniert das mit dem Ende? Wenn du denn wirklich mit uns spielen willst, ich würde mir das gut überlegen. Ja, das ist Marcellus, ich hab dir ins Gesicht geschossen. Was soll das? Sagt niemand, was im Kontext nehmen kann. Ja, ich bin halt gut, weißt du? Also ich bin. Also Stefan, also Belgard, man kann nicht jederzeit die Waffen wechseln. Du kannst die vor einem Kampf wohl wechseln, aber. Ja. Genau, und dann ich musst du aus der Lobby. Waffen, weil dann musst du wieder aus der Lobby raus. Spiele, weil Marcellus ein King ist. Ja, ich bin ein Monster. Ich muss nie Waffen wechseln. Ich meistere eine Waffe und die benutze ich mein Leben lang. Ganz einfach. Also. Das geht mir aber auch so. Ich benutze die gleiche Waffe wie im letzten Spiel. Nee, ich benutze die Doppelwaffen, weil die halt diesen krassen Verteidigungsmove haben, den ich nie einsetze, während ich rede, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Oh fuck. Nee, ich hab Tibi getötet, sehr schön. Guck mal lieber im Nebenzimmer. Barry. Guck mal im Nebenzimmer, ob Tibi noch lebt. Ich hab sie gerade ins Splatoon getötet. Die hat gerade was geschrieben. Nee, hat sie gerade. Zimmer voller Farbe. Wenn sie kommt, wird sie wohl noch leben. Ja? Nee, die Splatlinge sterben ja, wenn die ins Wasser fallen. Ja, als Tintenfisch, was ich sehr unlogisch finde. Irgendwie was auch unlogisch ist, aber ist egal. Ja, das kann ich dir erklären. Das liegt an Süß- und Salzwasser. Ah, ist das so? Ach so. Ach so, ja, das kann. Diese runde Scheiße. Das macht sogar Fresse. Sinn, was der Barry, was der Rückkehr so erzählt. Ja, ne? Kann mir mal einer erklären, wie ich dem guten Bros Willis erklären kann, wie er mitspielen kann? Muss ich dann meinen Code schicken? Also, oder? Ganz einfach, du musst ihm deinen Freundescode schicken, dafür musst du kurz in den Home-Bereich. Das heißt. Ja, das mache ich. Das machen, wir zwischen, das machen wir zwischen den Folgen am besten. Achso, okay, dann wie lange noch? 5 Minuten ungefähr? Ich könnte sonst auch meinen sagen, ich habe den immer relativ parat. Machen wir noch 5 Minuten, dann aber. Schreib den mal in meinen Chat, wenn du den offen hast. Genau. Moment, ich muss meinen erstmal rausfinden. Moment. Ich denke, er hat ihn. Ja, ich muss Ausrufezeichen Freundescode in meinen Chat eingeben. Oh, ist das so? Mhm, okay. Nee, wir machen das nicht über TS, wir machen das über Discord gerade. Nee, wir machen gerade über Discord. Ist auch privat quasi, das Quatschen zumindest. Warte, ich kopiere es mal rüber. Du kannst einfach mal den guten Neon Lasercat adden. Da ist er. Weiß auch nicht. Meistens. Und dann kannst du mitspielen. Genau. Ich hab den dir mal reingetrieben, ne? Genau, und dann tust du einfach uns verfolgen. Dann tust du uns stalken. Verdammt, ich bin wieder nicht mitgemacht gerade. So ein Ärger.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ob ich überhaupt gewonnen habe oder nicht. Du hast verloren. Lernen wir es daraus. Mist. Oh. Das Schöne ist wenigstens, der Rikus, der kann dann immer den Barry schon über die Schulter gucken und sehen, wie er versagt. Ja, letzte Runde war ich echt schlecht. Aber wie gesagt, ist halt total krass. Auch, ich merke das bei Splatoon wieder so. Bei Mario Kart habe ich mich mittlerweile voll dran gewöhnt, währenddessen zu reden. Mhm. Da wirkt sich das gar nicht so auf. Aber bei Splatoon oder so bei Shootern allgemein ist das echt... Du hörst dann ja vor allen Dingen auch nicht, wenn jemand sich von hinten oder so anschleicht, wenn du redest. Das hörst du bei Splatoon einfach nicht. Da musst du komplett visuell arbeiten. Du musst kämpfen wie ein Ninja. Wie ein Ninja, Mann. Du bist ja auch ein windiges, kleines Inkling. Du musst ja ein bisschen aufpassen, hier, was du machst. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich letzte Runde so scheiße gespielt habe. Mit wem spiele ich denn gerade? Ach, mit Twibby und mit Barry, ja, dann ist ja gut. Ich habe Reemt getötet. Oder Reemt. Oder Christopher Reed. Nein, auf den Discord kannst du nicht mehr drauf. Das ist, wenn wir das als YouTube-Aufnahme noch mitmachen, ein bisschen ungünstig. Ja, richtig. Ansonsten nehmen wir einfach, missbrauchen wir einfach Sobcho sein Discord-Channel. Sagen einfach, ja, geh da auf den drauf. Das, geh mal da rein. Da kannst du ruhig rein. Genau. Am besten immer, wenn er streamt. Er mag das gerne, wenn andere Leute immer mitten im Stream reingehen, ja. Er mag dann sagst du schöne Grüße von Barry und dann passt schon. Und frag ihn, ob er Splatoon spielen will, weil er liebt Splatoon. Er liebt Splatoon. Oh Gott. So, ich hoffe, ich bin gleich wieder im Raum drin. Ich habe jetzt ein bisschen. Sehr schön. Ansonsten kann ich auch schneiden wie ein Sichlor, wie ein windiges Sichlor. Wie ein windiges Sichlor. Ist das eher ein käfriges Sichlor? Na, nee. Oder was ist das für ein Typ? Ich weiß. Käferflug, oder? Käferflug? Dann würde es nicht passen. Dann ist er windig genug. Oh, hab ich dafür. Mehr. Kann ich hier aus dem Raum wieder raus? Nein. Alter Schwede. Ja, du wartest jetzt, oder du spielst jetzt. Nee, ich bin ja, er hasst Splatoon so sehr, Stefan, dass ich ihm überlegt habe, das sogar zum Geburtstag zu schenken, um mich zu ärgern. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil mir dann doch ein bisschen zu teuer. er hat ja nicht mal... Achso, für die Wii U für noch, die oder Wii U, was? Den ersten Teil. Ja. Oder so. Du kannst ihn ja dein altes jetzt geben. Nee, das sammle ich, das behalte ich. Oh, dieser Look ist zu gut. Du musst mal... Ja, wobei der Podcast geht 3 Stunden, bis du die Stelle gefunden hast, hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr. Aber er hat da seine Meinung zu Splatoon gesagt und es war sehr witzig, wir haben alle sehr gelacht. Es war ein schöner Tag, es war ein schöner Abend. Wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint. Vor allen Dingen gelacht. Nein, er hasst es noch mehr, also, oder? Ja. Er hasst es so sehr wie eine Katze Wasser. Wie der Grinch Weihnachten. Ja, genau. So wobei, bisschen, der Grinch mag Weihnachten eigentlich im Gegenzug, also im Verhältnis überhaupt schon. Aha, und was lernen wir daraus? Vielleicht sollten wir ihn erstmal... Eine halbe Sekunde so viel wiegt wie eine Hexe, oder wie war das bei Monty Python? Oh, den Film muss ich mal wieder sehen. Wir können ja auch ein Heim suchen, so wie bei der Weihnachtsgeschichte, ne? Von wegen des Splatoon der Vergangenheit. Inkling der Zukunft. Wir schenken ihm einfach eine CD, die irgendwie 10 Stunden geht, immer das Lied und in einer Endlichkeit spielt. Oh ja, genau. Wir können, ja, gibt's genug Manipulationsmöglichkeiten. Ach, ey, diese ganzen blauen Mitspieler. Diese Mitspieler. nicht so besonders, nee. Und wir hatten sogar Twibi im Team. Wie können wir alle. Twibi, jetzt müsst ihr mindestens jetzt in Discord kommen und sagen, warum es nicht geklappt hat, ne? Ich guck mal, ob ich eine Anfrage hab. Nee, ich hab nichts bekommen. So. Er hat mich geaddet. Okay. So, ich bin mal gespannt, ob der Rikus jetzt gleich reinkommt. Ansonsten sieht bis jetzt nicht so aus. Ja, es wird auf einen freien Platz gewartet, steht bei dir. Jetzt wollen wir mal ein bisschen. Ja, ach, du siehst meinen Stream, hallo. Ja, natürlich. Ja, hallo. Wie geht's denn so? So, ich bin mal gespannt. Hätte ich doch die andere Kamera angemacht, wenn ich das gewusst hätte. Die Dickcam? Ah ja. Die Dickcam. Warum geht das wieder los? Warum läuft die? Oh nein! Warum läuft die eigentlich nicht? Ja, mal zur Aufklärung. Hallo, ja, heute ist Montag. Tschüss, ja, Niveau. Wird wohl nichts mit Alter, das dran kommen. Alter, wie wenig färbt ihr eigentlich ein? Ja, Alter, was ist da los? Hallo, Twibi. Wir sind fürs Reden da, nicht fürs Einfärben. Richtig. Mal, du bist fürs Einfärben da. Du bist fürs Einfärben da. Ja, mache ich ja auch. Ja. Mit wem? Oh, ich spiele gegen euch drei. Ach du Scheiße, ich hab verloren. Nee, ja, nicht euch drei. Ich mach gar nicht mit. Ja, der Rikus ist gar nicht dabei. Ich darf nicht. Ich geh jetzt woanders hin. Ich geh Smash spielen. Ich spiel jetzt Smash. Ich spiel mit deinen Amiibos. Ja. Ich könnte die mal auspacken nebenbei. Rico spielt immer nachts mit seinen Amiibos. Machst du live? Alter, mach. Machst du, ja, so. Die kämpfen vor der Kamera. Ich hol mal zwei. Machst du so Live-Unboxing so?
Hi Norm, hi, 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 hi. Welches Match würdet ihr denn gern sehen? Hallo Norm. Aha. Ich möchte Glurak gegen Ike. Oh, das hättest du. Hättest du wohl gern. Willi, wie Fit-Trainerin gegen Peach. Okay, ich entschuldige mich für sämtliche Peinlichkeit, aber jetzt geht's ab. Glurak, Flammenblitz. Yeah. Wie soll man das spielen? Oh Gott, Qualitäts-, okay. Qualitäts-, I fight for my friends. Ah, ich will sie dadurch weltberühmt werden. Er wird viral dadurch. Also, ich hab grad schon überlegt, so einen schönen Titel für YouTube. Flammenblitz! Nee! Ach, Skinhead packt live Amiibos aus und spielt. German. Ich glaube, es ist Jahre her, dass ich rot war, dass ich im Gesicht wurde, aber jetzt ist es soweit. Oh Gott, sehr cool, sehr cool. Okay, wir stellen die mal irgendwo hier hin. So sehr rot wie Sobschuh, als er wütend war, überschritten. Ja, genau. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich lachen muss. Norm hat geschrieben, epischer Kampf in Ricos Haus. Alter. Er hat's gesehen, er ist dabei gewesen. Live morgen dabei kommt dann Ricos Arbeitgeber. Herr Ricos, was machen Sie eigentlich nachmittags? Die sind gefeuert. Ich hab mitbekommen, Sie spielen da irgendwelche komischen Spielchen abends. Was ist da los? Mensch, Tübi, ich muss mich auf dich wieder ein bisschen konzentrieren. Tübi, ich muss mich auf dich verlassen, weil. Flammenblitz! Ja, ich mach schon alles, was ich kann. Das ist nicht viel. Ich glaube, ich muss dann erstmal dafür sorgen, dass die Twitch-Aufnahme weg ist. Das Schlimme ist bei Twitch und mir. Speichern sie ganz schnell. Das Schlimme ist bei Twitch und mir, wir sind beide ein bisschen kompetitiv, was dieses Spiel betrifft. Und die beiden, die sind ein bisschen lax so und. Wen meinst du, mich? Ja, dich und Barry, ja. Ihr seid halt so. Ich will mich gerade aufs Frühstück aufs Spielen. Das hier ist ein Unterhaltungsstream. Also denkst du, warum ich rausgeflogen bin, weil ich zu gut war? Ach so. Oh, so ist das. So funktioniert das also. Zellos, als wir letztes Mal am Wochenende gegeneinander gespielt haben, hat Barry gesagt, töte Zellos von mir. Was? Aber Barry, ich dachte, wir haben uns nicht. Aber man hat schon mittlerweile. Ach man. Aber nur manchmal. Ich soll doch diesen Moment als YouTube-Video hochladen. Oh, sehr, sehr gut. Ah, mach bitte. Jawohl, als Highlight. Kann ich das aus Twitch runterladen? Ja, ne? Du kannst, klar. Ja, das geht. Okay, das wird gemacht. Das machst du bitte. Das wird dann genannt der peinlichste Moment meiner. Wirklich. Nee, wirklich so CNN-News-mäßig so, weißt du, so von wegen Skinhead is playing with his Amiibo. Oder so Smash-mäßig. Ein heißer Kampf, Super Smash Bros. Ike gegen Glurak. Wir müssten das so aufziehen, von wegen so CNN-mäßig. Angry German Rage Crit Smash Bros. Ja, genau. Was da tut. Ach Gott. Ja, ich würde einfach mal. Keine Kratzer bekommen. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kurzen Abbruch für die Folge. Wird noch kurz aus dem Kampf raus. Ich bin raus. Drin. Ja, dein Problem, Brigus. Auf jeden Fall, wir machen im nächsten Part weiter. Und ich würde nochmal den lieben Herrn Bros Willis enden und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.